Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Wachteln für Anfänger. Heute mit dem Thema Wachtelstall. Ja, in den vorangegangenen Folgen bin ich darauf eingegangen, worüber du dir unbedingt Gedanken machen solltest, wenn du dir Wachteln zulegen willst. So, worum du dir vorher Gedanken machen solltest. Im zweiten Video ging es um das Thema Wachteln halten. Und was für Kosten kommen auf dich zu? Und heute soll es nun ja auch in Kombination mit den beiden vorhergehenden Videos um das Thema Wachtelstall gehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Wachteln zu halten. Es gibt verschiedene Ställe auf dem Markt. Es gibt verschiedene Dinge, die ihr im Netz finden werdet. Und ich persönlich bevorzuge die Bodenhaltung. Also so wie hier. Hier in diesem Stall ist ein Betonboden unter der Einstreu. Die Einstreu hier ist recht hoch, weil ich hier mit Tiefenstreu arbeite. Aber es ist halt Bodenhaltung. Die Wachteln sind hier ebenerdig auf dem Boden, können rumlaufen. Wachteln sind ja grundsätzlich auch Bodenbewohner, brauchen halt ein paar gute Verstecke und dann denke ich, fühlen sie sich auch am wohlsten. Wenn wir von dem Stall sprechen oder das Thema Stall angehen, dann sollten wir auch reden über die Größe des Stalles. Da sind wir schlussendlich irgendwo bei dem Thema Besatzdichte und da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Also ich persönlich habe ja hier eine kommerzielle Wachtelhaltung als Wachteleierproduzent. Und ja, demzufolge muss ich schon sehen, dass ich die Besatzdichte so wähle, dass sie effektiv ist, aber trotzdem noch artgerecht. Und ich mache die Besatzdichte immer so ein bisschen auch von der Grundgröße des Stalles ab. Also grundsätzlich sage ich, bis zu einer Stallgröße von 4 Quadratmetern reden wir so von 3 bis 3,5 Tieren pro Quadratmeter. Darüber hinaus so bis 10 Quadratmeter sage ich selber 4 bis 4,5 Tiere pro Quadratmeter und über 10 Quadratmeter Stallfläche, also wirklich nutzbare, begehbare Stallfläche, ja, 5 Tiere pro Quadratmeter. Mehr möchte ich auch nicht einsetzen, weil der Aufwand der Reinigung dann schlussendlich zu hoch wird. Und ich glaube auch, der Aufwand, um eine effektive Tiefenstreu aufzubauen, ist dann schlussendlich auch deutlich höher. Also maximal 5 Tiere pro Quadratmeter, allerdings erst ab einer Stallgröße von ungefähr 10 Quadratmetern. Ja, was sind die Vorteile an einer Haltung, an der Wachterhaltung in Bodenhaltung? In einem Stall einfach mal der Platz. Wenn ich einen Etagenstall baue oder einen Käfig, dann bin ich platzmäßig immer eingeschränkt, weil ich ganz wenig Handlungsspielraum habe. In der Regel sind diese Etagenställe nur von einer Seite zu öffnen. Und eine Armlänge maximal macht dann noch Sinn für die Tiefe dieses Etagenstalles. Alles andere mit einer Etagenhöhe von 50 oder 60 Zentimeter macht überhaupt gar keinen Sinn, weil ich zum Reinigen schon gar nicht rankomme, geschweige denn zum Eier absuchen. Hier muss ich aber ganz klar sagen, sind Abstriche zu machen, weil bei Zuchtstellen selber macht das schon Sinn. Zum einen lassen die sich schneller abtrennen. Um auch meinen aggressiven Hahn so ein bisschen zu vereinzeln oder in die Schranken zu weisen. Zum anderen sind ja die Zuchtgruppen auch nicht sehr groß. Also wir sprechen von 4 bis 5 Hennen und einem Hahn. Und demzufolge ist das da schon gang und gäbe. Man braucht halt den guten Überblick. Und da sind diese Etagenställe gar nicht so abwegig, werden vielfältig genutzt. Allerdings bei größeren Gruppen empfehle ich wirklich die Bodenhaltung. Die Wachteln können in der Regel scharren. Ich kann den Boden ganz anders aufbauen
Und ja, wie gesagt, je nach Besatzdichte ist natürlich viel Platz für Verstecke. Der Schnitt des Raumes kann völlig individuell sein, weil dadurch, dass ich in diesen Raum hineingehen kann, kann ich natürlich überall hinwirken. Also ich muss nicht schauen, dass ich irgendwo eingeschränkt bin durch eine Armlänge oder nicht, sondern ja, ich kann mich selber so frei in dem Stall bewegen, wie die Wachteln selber auch. Dann gibt es die Volierenhaltung. Das ist im Grunde nichts anderes wie die Bohnenhaltung, nur die Wachteln haben halt ja, den Blick nach draußen und bewegen sich auch überwiegend im Freien. Trotzdem reden wir von einer Bodenhaltung. Und ja, auch bei der Voliere würde ich die gleiche Besatzdichte ansetzen wie hier in dem festen Stall. Die schönste Kombination ist natürlich der feste Stall in Kombination mit der Voliere, sodass die Wachteln auch rausgehen können. Das ist übrigens für die Biohaltung auch eine Grundvoraussetzung. Ich kann die Wachteln in einem festen Stall halten. Dieser Stall kann auch mehrere Etagen haben. Und wenn ich die Wachteln dann in Biohaltung halten möchte, muss ein Wintergarten dazu. Und dieser Wintergarten sollte noch einmal mindestens die Hälfte der reinen Stallfläche ausmachen. Also, wir reden hier von meinem Stall von ungefähr 14 Quadratmeter. Hier setze ich maximal 60 Wachteln ein. Und es kämen dann nochmal 7 Quadratmeter Voliere oder Wintergarten dazu. Dann hätten wir die Voraussetzungen erfüllt für eine Biohaltung. Ja, wie gesagt, Voliere und Stall nimmt sich diesbezüglich nicht viel. Kostentechnisch ist es immer schwer abzuschätzen. Also ich habe hier das Glück, dass ich ein fertiges Gebäude hatte, das ich natürlich noch sanieren musste. Ich musste das Dach neu machen, ich musste Mauerwerk flicken, habe ein paar Fenster eingebaut. Schlussendlich lag ich hier irgendwo bei 400 Euro. Beim selber bauen 14 Quadratmeter, wenn man so massiv baut, wird es natürlich deutlich teurer. Holzbauweise mit OSB-Platten und dergleichen. Denke ich, bei 14 Quadratmeter liegt man mit Muss, wenn es was Anständiges ist, bei 700 Euro. Es gibt natürlich auch diverse Angebote im Netz, wo dann so ein kleiner Freilauf dabei ist und ein kleiner Stall. Kann man nutzen, ist allerdings nicht sehr artgerecht, weil die Fläche auch sehr eingeschränkt ist. Also man kann nicht wirklich viele Wachteln einsetzen. Jetzt könnte man natürlich sagen, Mensch, dann setze ich nur zwei oder drei rein. Das widerspricht aber auch wieder der artgerechten Haltung, weil Wachteln Herdentiere sind und die Herde doch größer sein sollte. Ja, was muss man zum Stall sagen? Dieser Stall sollte dicht sein, also sicher gegen Fressfeinde wie Ratten, Mauswiesel, Marder, Füchse. Der Stall sollte ein dichtes Dach haben. Sonst haben wir permanent ein Problem mit dem Geruch im Stall, wenn es denn mal regnet und feucht wird. Der Stall muss nicht gedämmt sein. Wachteln halten Temperaturen von bis zu minus 25 Grad aus. Also die japanischen Legewachteln bis minus 25 Grad. Demzufolge keine Dämmung. Er müsste auch nicht geheizt sein. Ja. Strom anliegend wäre nicht verkehrt. Wer möchte, dass die Wachteln das ganze Jahr über Eier legen, wird im Winter Licht brauchen. Wasser braucht es. Ja, ansonsten, wie gesagt, dieser Stall statt massiv könnte ja auch aus Holz sein. Der Boden, ja, einen Holzboden würde ich nicht unbedingt empfehlen. Also den sollte man, wenn es geht, aus einem anderen Material schaffen, im besten Fall Beton. Ganz einfach, die Einstreu ist auch mal feucht und wenn ich dann nach unten einen Holzboden habe, dann nimmt der natürlich auch Schaden durch die feuchte Einstreu. Ja. Möglichkeit Nummer drei für die Haltung sind halt Etagenställe. Ich habe ja selber ein
Da einfach mal schauen in meinen Videos, wie dieser Etagenstall aussieht. In der Regel sagt man dort eine Höhe von 50 cm maximal, damit die Wachteln keine Schäden nehmen beim Auffliegen. Hier übrigens bei so einem Stall in Bodenhaltung sollte die Deckenhöhe 2 Meter betragen, damit die Wachteln dann auch nicht mehr so viel Schwung haben, wenn sie auffliegen, dass sie sich da schwer verletzen können. Ja, ansonsten Etagenstelle in der Regel Holzböden. Empfiehlt sich nicht für Tiefenstreu. Demzufolge muss die Einstreu öfter gewechselt werden. Und ja, gibt es einen Unterschied. Also ganz klar, ein Stall wie diesen hier, den ich betreten kann und auch muss, um die Wachteln zu versorgen, der sorgt dafür, dass die Wachteln insgesamt ruhiger und entspannter sind, dass ich mich in den Gruppen bewegen kann, dass ich die Wachteln auch mal anfassen kann. Und das Problem habe ich halt bei einem Etagenstall, dass ich dort nicht rein muss. Ich bin immer der Störfaktor, der nur eine Tür aufmacht und diese Tür auch wieder zumacht. Und dann Wasser und Futter wechselt. Also um Wachteln zahm zu bekommen in einem Etagenstall, braucht es deutlich mehr Aufwand und natürlich mehr Leckerlis. Ja, Etagenställe sind in der Regel günstiger in der Erstellung, in der Herstellung, aber tatsächlich die schönere Haltung für die Wachteln ist die Bodenhaltung. Mit viel Platz, dass die Wachteln laufen können, scharren können, sich aus dem Weg gehen können. Im besten Fall mit Bepflanzungen. Ihr seht es hier, ich habe heute mal einen kleinen Versuch gestartet. Tagetes, die bei mir in diesem Jahr sehr gut geworden ist, habe ich mal ausgegraben, in einen Topf gesetzt. Hatte die Hoffnung, das hält. Gut, bis zu der Höhe, wo die Wachteln nicht rankommen, hält das. Da sind noch ein paar Blätter dran. Tagetes selber ungiftig. Von daher keine Sorge, ich hatte hier wirklich die Hoffnung, Tagetes zu pflanzen. Es gibt auch höherstielige, vielleicht macht das Sinn, die mal ins Auge zu fassen. Das ist halt auch die Möglichkeit, die ich habe. Ich kann so einen Stall in Bodenhaltung natürlich viel schöner und besser dekorieren. Und damit haben die Wachteln viel mehr Möglichkeiten und fühlen sich dann auch schlussendlich entspannter. Es gibt so ein kleines Gerücht, dass Wachteln in Etagenstellen besser legen würden. Das kann ich nicht bestätigen bei einer artgerechten Haltung. Ich habe selber diesen Versuch gemacht. In meinem Etagenstall haben die Wachteln besser gelegt im Winter mit Beleuchtung. Da war die Legeleistung etwa 10-15% höher wie in den Bodenhaltungsstellen. Ich kann mir nicht erklären, woran es liegt. Das Problem ist aber in so einem Etagenstall, da kommt die Kälte aus allen Richtungen und die Eier sind dann schlussendlich kaputt gefroren, sodass die höhere Legeleistung auch nichts gemacht hat. Ja, ansonsten Batterien, Käfigbatterien, halte ich gar nichts von, was Besatzdichten betrifft. Ich habe selber Wachteln mal von einem Vermehrer geholt, das habe ich aber erst zu spät mitbekommen, dass es ein Vermehrer war. Besatzdichten von 10, 15, 20 Tieren pro Quadratmeter sind absolut am Bedarf und an dem Wesen und der Art der Wachteln vorbei. Das macht man nicht. Schaut es euch bitte genau an, wenn ihr Wachteln kauft, aus welcher Haltung ihr die Wachteln holt. Und auch wenn sie euch leid tun, wenn ihr seht, dass die Wachteln in irgendeiner Legebatterie oder in Legekäfigen sitzen, wenn ihr sie kauft aus Mitleid, dann schafft ihr damit Platz. Und Bestätigung für den Züchter. Und er wird das wieder machen und wird die nächsten Wachteln in dieser unmöglichen Haltung anbieten. Ja, geht dem Ganzen aus dem Weg, bietet da kein Podium, keine Plattform für. Und dann wird das auch irgendwann eingedämmt. Ja, was gibt es sonst noch zum Stall zu sagen? Wir haben die Besatzdichte, wir haben mögliche Kosten. Wir brauchen nicht unbedingt eine Dämmung. Wichtig ist Belüftungen. Ihr solltet gegensätzliche Belüftungen haben. Ich habe ja hier nachträglich zwei Belüftungslöcher eingebaut. Und auf der anderen Seite habe ich hier dieses offene Fenster. Dieser Gitterteil ist ohne Glas drin, sodass es hier wirklich durchlüften kann. Natürlich, wenn die Luft steht im Sommer, passiert da nicht viel.
Aber wenn mal ein Wind geht, merkt man das. Wichtig ist halt, die Belüftungen müssen an gegenüberliegenden Seiten sein und dann auch tatsächlich höher, wie die Wachteln selber und wie die Wachteln selber sich strecken können, damit der Wind in einem Zug oder möglicher Wind in einem Zug über die Wachteln geht, damit sie auch tatsächlich zugfrei sind. Also das wäre wichtig. Das vielleicht auch versuchen bei Volierenhaltung umzusetzen, indem man die unteren Bereiche der Volieren gegen Zug sichert. Sprich mit verschiedenen Materialien, die müssen auch nicht unbedingt blickdicht sein. Mit verschiedenen Materialien den unteren Bereich, den ersten halben Meter sichern und zugfrei machen. Noch ein Thema bezüglich Voliere ist schön, kann aber zu Problemen führen, wenn es bei euch in der Nachbarschaft ja, Freiläufer, Katzen gibt, wenn es Hunde gibt, wenn es möglicherweise Fuchs und Marder gibt. Alles Tiere, die sich natürlich dieser Voliere irgendwann auch mal nähern werden. Und wenn die es halt in das Blickfeld der Wachteln schaffen, dann sorgen die auch dafür, dass innerhalb der Wachtelgruppen eine mächtige Unruhe entsteht, eine massive Unruhe. Das ist natürlich nicht unbedingt schön, muss man nicht unbedingt haben. Noch eine Sache bezüglich Stall, meinen ersten Stall, ich verlinke euch den jetzt hier oben mal drin. Kennt ihr, so schön wie Gewächshäuser aussehen? Ich rate davon ab, wenn diese Gewächshäuser im Schatten stehen, dann mag das gehen. Aber wenn Zeiten gegeben sind, wo die pralle Sonne drauf steht, dann wird es im Sommer wirklich mächtig warm in diesen Gewächshäusern. Und auch in meinem ersten Stall, so schön wie er ist und so schön hell wie das ist, es ist im Sommer halt verdammt warm. Solche Geschichten gehören in den Schatten oder Halbschatten, ganz einfach, um den Wachteln auch diesen permanenten Lichtstress zu nehmen, weil das merkt man dann schon auch im Sommer, suchen die Wachteln den Schatten und ein bisschen Dunkelheit, wo es etwas kühler ist. Und ja, das ist halt das Thema. Wenn ihr den Stall beleuchtet oder beleuchten müsst, vielleicht müsst ihr ihn beleuchten, weil er im Allgemeinen zu dunkel ist, dann wäre es natürlich schön, wenn ihr eine Tageslichtlampe nehmt, die im besten Fall auch dimmbar ist, mit Zeitschaltuhr das Ganze und mit einer maximalen Beleuchtungsdauer von 16 Stunden. Mehr sollten es nicht sein, weil dieser Licht oder dass diese dauerhafte Lichteinstrahlung auch zu Stress bei den Wachteln führt. Wenn es zu dunkel ist im Stall, führt das zu Kannibalismus unter den Wachteln. Und wenn es permanent zu hell ist, führt es auch zu Problemen und Kannibalismus. Also schon Tag und Nacht einhalten. 16 Stunden Tag maximal. Ich habe meinen auf 15 Stunden. Der Rest ist halt Nacht, normale Dämmerzeit. Und dann ist das alles in Ordnung. Das Licht sollte flimmerfrei sein. Ja, was braucht es noch im Stall? Sandbäder oder Staubbäder? Ich selber bin ein Riesenfan von Staubbädern, weil ich will nicht permanent Sand nachkaufen. Für Staubbäder kann ich auch einfach trockene Gartenerde nehmen. Und ja, ihr seht es hier, wie da drin gebadet wird. Diese Staubbäder sind wichtig für die Gefiederpflege, helfen auch gegen Milben. Und ja, die Wachteln mögen das einfach, im Staub oder auch in Sand zu baden. Wenn man es denn nicht im Stall selber und durch die örtlichen Gegebenheiten darstellen kann, dann vielleicht einfach durch solche Kisten. Es gibt auch Lösungen mit Eimern, in die Löcher für den Zutritt geschnitten sind. Ja, ansonsten dekoriert den Stall. Haltet die Wachtel nicht auf Betonboden, das ist nicht schön. Nutzt Einstreu, das kann ein Mix sein aus Holzpellets, das können Strohpellets sein, das kann Stroh sein, gehäckseltes Stroh dann am besten, weil das normale lange Stroh wird zu sehr verkleben. Hobelspäne bieten sich an. Es braucht etwas, was den Wachteln das Laufen angenehm macht, was es auch ermöglicht, da drin mal zu scharren. Und deswegen unbedingt Einstreu rein.
Jetzt habe ich so ein kleines bisschen den Faden verloren. Vielleicht kommt es bald wieder. Wir sehen zu, dass wir uns hier ein bisschen an den Wachteln erfreuen. Genau, Einstreu, Schaumöglichkeiten, Staubbäder, Sandbäder. Ja, Futter und Futterautomaten und Tränken natürlich am besten etwas höher, damit da nicht jedes Mal irgendwas reinfällt oder die Wachteln sich darin erleichtern. Ja genau, die Dekoration, das war das Thema. Schön, wenn ihr diese Staubbäder einbinden könnt in die Deko des Stalles oder des Geheges. Wichtig sind auch Landmarken. Sachen, die gegeben sind. Ich habe hier beispielsweise diesen Abschnitt von einem Baum. Der steht hier wie so ein Dreibein. Das ändere ich auch nicht. Ich habe hier diese Unterschlüpfe gebaut. Die werden mehr oder weniger genutzt. Jetzt sitzt gerade keine Wachtel drin. Es liegen aber auch immer mal Eier drin. Ich habe hier so ein Kreuz aus Holz gebaut. Das kann auch gern höher sein. Hier haben die Wachteln die Möglichkeit, habt ihr gerade gesehen, drüber zu springen. Das kann auch gern höher sein. Der Trick bei diesen ist nämlich, ihr könnt damit für die Wachteln gefühlt die Fläche des Stalles vergrößern, weil sie natürlich dann immer drumherum laufen müssen, von einer Kammer zur nächsten. Da kann man schön mitspielen. Da kann man auch durch Trennwände, halbhohe Trennwände, die ihr übersteigen könnt, von mir aus nur 30 cm hoch, wo ihr trotzdem den Überblick habt, nutzen, einbringen als Raumtrenner, als räumliche Trennungen im Stall, als Landmarken. Einfach damit die Wachteln sich wohlfühlen. Und man sieht das hier, natürlich können die immer mal von rechts nach links laufen. Wenn man aber hier noch so verschiedene Raumtrenner drinne hätte, dann müssen sie auch mal um die Ecke laufen. Und das erweitert die Wege. Ihr braucht natürlich auch Verstecke, verschiedene Sachen, Blautanne, schwöre ich ja drauf, bietet sich wirklich an. Töpfe, Blumentöpfe, die ihr auf die Seite dreht, Eimer, in die ihr ein Loch schneidet, die ihr umdreht, solche Geschichten. Hier werde ich die Blautanne demnächst wieder austauschen, da sind die Nadeln fast alle weg. Je kleiner die Äste sind, umso schneller fallen die Nadeln ab. Hier bei den großen ist das nicht ganz so dramatisch. Ja, und wenn ihr diese Landmarken habt, Verstecke habt, diese Trenner drin habt, dann werdet ihr sehr schnell merken, dass die Wachteln sich irgendwann wirklich wohlfühlen. Sie können sich orientieren und dann kommt ihr auch in den Genuss von Naturbruten. Ja, das soweit zum Stall, zu den Ställen. Wenn euch noch irgendwas einfällt, was ihr wissen wollt bezüglich Ställe, dann empfehle ich euch jetzt schon den kommenden Mittwoch, 20 Uhr, der nächste Livestream, wo ich mir Zeit nehme für eure Fragen, die ihr im Live-Chat stellen könnt. Ich beantworte euch die dann auch live im Video. Wenn euch Fragen einfallen, stellt sie einfach dazu. Gestattet mir noch den Hinweis auf 5% Rabatt im Wachtel-Shop mit dem Rabattcode, Gutscheincode Hedstedt. Mit der Bestellung und Nutzung dieses Gutscheincodes unterstützt ihr mich bei der Erstellung weiterer Videos. Ja, haben wir soweit alles. Kommentare, Anregungen, Hinweise unters Video. Jetzt im Nachgang kommen die Dankesgrüße an meine Unterstützer via SteadyHQ. Ich blende euch hier unten mal die URL ein. Schaut es euch einfach mal an, was ich euch anbieten kann als Gegenleistung für eine Unterstützung. Und ja, zum Schluss kommen noch die Grüße an die Kommentatoren der letzten Videos. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für alle, die beim letzten bzw. auch dem ersten Livestream anwesend waren, sich die Zeit genommen haben, mir zugehört haben. Ich hoffe, ich sehe euch wieder im nächsten Livestream am kommenden Mittwoch um 20 Uhr. Und ja,
ganz wichtig, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und falls noch nicht geschehen, Abo aktivieren, die Glocke aktivieren und keins meiner weiteren Videos verpassen. Bis zum nächsten Mal.